Sonntag, es regnet, es ist total ungemütlich draußen. Ich wäre am liebsten jetzt zu Hause auf dem Sofa, aber alle so, hey, es ist Muttershow, letzter Tag, komm vorbei. Ich so, okay. Also mich in den R8 gesetzt, Klaus eingepackt, Kamera eingepackt und jetzt sind wir auf dem Weg zur ersten Muttershow. Ich war schon einen Tag da, mitten in der Woche, eigentlich nur, um mit ein paar Geschäftspartnern zu quatschen, aber mir hatten so viele Leute geschrieben, dass es so schade ist, dass sie mich nicht persönlich treffen konnten und dass die meisten halt jetzt alle am Wochenende da sind. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich fahre jetzt doch nochmal am Wochenende hin, auch obwohl ich weiß, dass es gleich proppevoll sein wird. Aber who cares, jetzt erstmal gucken, dass wir heile ankommen, weil es ist übelst das Aquaplaning. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der jetzt in einem Sportwagen bei diesem Wetter irgendwie noch unterwegs ist. Ja, deswegen ab zur S-Motorshow. Oh, Hände ans Lenkrad. Da nehmen wir doch direkt mal meinen Lieblingsparkplatz. Ich liebe Parkhäuser, hab ich das schon mal gesagt? Kannst du übernachten hier. Ja. Ja, dann gehen wir mal rein, wa? Gehen wir mal rein. Erster Stand, noch kein Auto gesehen. Und was ist hier? Sophia steht erstmal hier am Rap-Stand. Oh, Mann. Na, zufrieden? Ja, dann können wir jetzt ja wieder nach Hause fahren, ne? Nein, wir haben uns noch nicht bei allen Ständen durch. Ach so, dann holen wir uns jetzt erstmal eine Tomatensuppe bei Albach. Hast du deine Tupperdosen dabei? Nein, aber pass Salz in die Handtasche. Okay. Wer ist das denn hier? Gucken die alle blöd. Moin. Moin, hi. Lass die neue. Na? Oh. Nee. Alles gut? Nein, ich muss ja doch nicht zwangsweise herkommen. Alles so, komm, zu Esporter-Show. Grüß dich, Klaus. Ja, hi. Da vorne ein absoluter Superstar, ja, Franz Simon. Vielleicht kennt ihr ihn. Ich will unbedingt ein Autogramm. Ich stell mich an, ganz brav. Also, ich glaube, wir müssen unterschreiben. Um bei den Promis, ja. Warte, ich stell mich jetzt an. Bist du schon aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Darf ich ein Autogramm von Ihnen haben, bitte? Nein, das dürfen Sie nicht. Ich wusste es, er ist total unfreundlich. Ich hab's schon immer gewusst. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut und selber. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Olli. Alles klar. Auch hier, ich hab dich gar nicht gesehen. Was willst du uns rein? Oh, schreib mich in den Rücken. Komm rein, dieser VIP hier. Guck mal, wir kommen sogar Backstage. Leute, das ist ein exklusiver Einblick. Backstage hier bei Simon Motorsport. Wie gefällt's auf der Messe? Sehr voll. Hast du schon viel gesehen? Ja, heute geht's aber. Nein. Gestern war es schlimmer. Wir waren erst an zwei Ständen. Aha, okay. Es ist einfach zu voll. Habt ihr noch ein bisschen was vor euch, ne? In den nächsten drei Stunden? Ja, wenn wir mal irgendwie vorwärts kommen. Geht doch. Ich brauche so ein Kennzeichen. Ja, 3D-Kennzeichen. Kann ich mir empfehlen. Das ist aber nicht original. Echt? Einfach hingehen und sagen, ey. Ey, muss ich machen. Müssen wir machen lassen. Ehrlich. Ja, sieht cool aus. Euer. Danke, wir sind noch nicht fertig. Noch nicht? Nee, viel Arbeit noch. Also, ich meine, von der Folie jetzt erstmal so, ja, ein Flügel und so, ne? Genau. Folie. Ist ja nicht original. Nein, das Auto wird eine komplette GT4-Hommage. Das heißt, so den Flügel quasi eingewickelt, wird aus Carbon gemacht, das ist ein Prototyp. Dann Fahrwerk ist schon gemacht. Frontspoiler kommt noch drauf. Übere Bügel mit Kreuz. Echt? Ja, baut Viecher sind exklusiv. Ja, gibt es da nur bei uns, ist da nur bei uns erhältlich aus. Auch, wir reden gerade mit dem Räderhersteller. Dazu nicht verraten, wer. Top Secrets. Der da eventuell Interesse hat, was mit uns zu machen in der Hinsicht. Und dann kann man im Endeffekt später, wenn man so einen 570S hat, kann man so einen GT4 umbauen, dann komplett bei uns geil bestellen. Mit Straßenzulassung, mit TÜV. Alles mit TÜV. Ganz wichtig. Wisst ihr Bescheid? Gezeichnete Bilder von Franz seinen Autos. Richtig geil. Sieht aus dem Foto, ne? Der absolute Hammer. Gerade der Junge mit den Bildern, der absolute Hammer. Der hat so gut gezeichnet.
als wäre das ein Foto. Also vor sowas habe ich immer total den Respekt. Ich zeichne ja auch total gerne, aber ich kann zum Beispiel Autos gar nicht malen. Das sieht dann bei mir immer aus wie so ein... Ja, bei mir sieht das immer aus wie eine Karikatur, wenn ich Autos versuche seriös zu zeichnen. Guck mal, das ist 2018. Das ist zum Beispiel 15. Das ist 15. Das ist 15. Sehr geil. Eine sehr schöne Evolution immer. Ja. Ich will auch die blaue, die ist cool. Okay. Nein. Sehr gut. Immer. Ah, geil, geil. Die ist cool. Ja komm, dann nehmen wir noch alle zwei, drei Sachen mit. Machen wir eine coole und eine. Leute, nehmt mal jeder zwei, drei Brillen mit. Ihr könnt ja auch wechseln. Ne? Ihr habt ja ein genau. bisschen Zeit. Da kommen die Spielkinder wieder durch. Das hier, die ist cool. Den musst du mal zeigen. Oder die ist mit Stärke wieder, ne? Ja, die ist mal richtig alle mit Stärke. Jetzt guckt ihr meine sexy Augen an. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen von der ersten Motorshow. Scheiße, ich sehe gar nichts. Wir gehen jetzt in den Partybus, hier geht die Party. Ich von meinem Mercedes-Stern. Und Kapitän zurück, ja, ja, ja. Wir machen hier einmal ein Testfoto. Einmal hier, 3, 2, 1. Yes. Und jetzt guck mal hier oben, wie das aussieht. Super geile Brille. Du musst noch näher ran tatsächlich. Okay. Ja? Warum hast du nur zwei Brillen? Du wurdest was gestürzt. Okay, okay, schnell, 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 schnell. Okay. Oh. Wo häng ich denn da? Ach so, da. Das ist das geilste Bild überhaupt. Geil. Direkt nochmal. Dann können die Bilder hier. Und einmal hinten die Bilder abholen. Ja, meine Kollegen. Hier wird direkt schon wieder unser Auto gespottet in der Tiefgarage. Von mehreren übrigens. So. Gehen wir wieder nach Hause, wäre ja nicht so viel, ne? Weil wir echt jedes Mal, wenn wir hier auf der Messe sind, aufgehalten werden. Was heißt aufgehalten werden? Wir sind ja hier zum Quatschen und man quatscht sich dann so an den Ständen fest. Und guck mal, hier übrigens schöner 918. Schöner Königseck, das ist so mein Lieblingsstand. Hier stehen immer die schönsten Autos. Ich bin ja nicht so ein Fan von Oldtimern, aber das ist so ein Auto, das ist einfach so, so diese Perfektion mit den Flügeltüren. Und ich finde das nach wie vor so elegant und wunderschön. Also wenn ich mir so einen leisten könnte, würde ich mir, glaube ich, so einen holen. Ja, jetzt, wo müssen wir wieder? Wir müssen jetzt wieder ins Parkhaus, weil ich fahre jetzt wieder nach Hause. Messe ist vorbei. Wir haben nicht mal ansatzweise die Hälfte geschafft von dem, was wir heute schaffen wollten, aber es ist halt echt immer so. Was natürlich nicht fehlen darf, wenn ich hier schon mal in der Tiefgarage bin. Willkommen nicht aus dem Parkhaus raus.